Das ist doch schön, oder? Ach, verdammte Axt. Ja, jetzt habe ich vergessen, was abzugeben, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Wir können das beim nächsten Mal machen. Omega, es ist soweit. Oh. Ja, das ist ein DLC. Das können wir zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ja, jetzt haben wir das mit Aria Telope. Aber wir müssen jetzt woanders hinreisen. Proteanisches Artefakt. Wollen wir das Ding mal holen? Ja, holen wir das mal. Wir holen es mal. Ich bin mal gespannt, was es ist. Eden Prime. Hier hat es alles angefangen. Mit dem Sender und alles andere. Das wird echt witzig. Nun gut. Dann holen wir uns mal dieses Artefakt oder was auch immer das ist. Also Liara kommt mit und wir könnten auch Edi mitnehmen. Ja, nehmen wir mal Edi mit. Dann könnt ihr mal ihre... Oder warte mal. Wir könnten Edi... Ich bin jetzt zwiegespalten. Ich tendiere auf Garrus oder Edi. Ich weiß es nicht. Sollte ich einen Münzwurf machen? Ich habe keine Münze hier. Ich glaube, ein Button tut's auch. Moment. Ja, zeigt mir Mick Lover. Also heißt es, wir müssen Garrus mitnehmen. Scheiße. Naja, auch egal. Ja, vergesst mal Münzwurf. Wir machen heutzutage Buttonwurf. Okay, bestätigen wir mal. Ach ja, stimmt. Wir haben ja. Schicke. Wir machen das mal hier. Genau. Dann zurück. 100 auf Gesundheit. Wir gehen nochmal auf Fitness und tun uns da was Gutes. Ich gehe mal hier auf Autostufung. Dann mal los. Eden Prime. Hier hat alles begonnen. Hier hat der Proteaner-Sender ihnen die Vision gegeben, die uns vor den Reapern gewarnt hat. Und hier hat Saren den ersten großen Angriff mit den Geth befohlen. Ja, und jetzt ist Cerberus hier und die Kolonisten von Eden Prime werden wieder angegriffen. Ach, ich erinnere mich daran. Scheint länger her zu sein als nur 3 Jahre. Ich habe davon gelesen. Ich habe alles getan, um Beweise gegen Saren zu finden. Zu hören, dass er eine Kolonie angegriffen hatte, während ich im Bürokratie ertrank, es war ein schlechter Tag. Sie und Bürokratie, okay. Sie haben den offenen Kampf immer vorgezogen. Und Sie verschaffen mir immer die Gelegenheit dazu. Cerberus hat Eden Prime schwer getroffen. Das Ganze war ihnen eine Großoffensive wert. Es gibt woanders noch Überlebende, aber alle Kolonisten in der Nähe der Ausgrabungsstätte wurden getötet. Hart für diese Leute. Das verdienen sie nicht. Ich weiß. Die Allianz hat versucht, Kolonisten zu evakuieren. Aber Cerberus kam so überraschend. Wenn wir Überlebende finden, tun wir, was wir können. Was ist mit dem Artefakt? Gehört es zum Proteanergerät vom Mars? Die Allianz hatte keine Details darüber, was Cerberus genau gefunden hat. Aber was es auch ist, bei uns ist es besser aufgehoben als bei Cerberus. Ich bringe Sie so nah wie möglich an die Ausgrabungsstätte ran. Wir werden mit Sicherheit entdeckt, aber ein paar Minuten haben Sie. Gut, danke. Gehört zum Service, Commander. Also gut, alle zusammen. Bereit machen. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte, bevor Cerberus weiß, dass wir hier sind. Ich werde mal hier auch ganz kurz speichern, aus dem Grund, des Öfteren ist es mir mal hier abgestürzt, so richtig schön abgeschmiert. Das sollte nicht Kein passieren. Anzeichen von Überlebenden. Los, wir müssen die Ausgrabungsstätte finden. Wird schon gespeichert. Das war früher eine wunderschöne Kolonie. Sie hat Saren überlebt.
Sie kann auch das überleben. Ich bin auf Schiffen aufgewachsen. Wenn man eins verliert, kann man immer auf ein neues ziehen. Aber die Erinnerung bleibt trotzdem. Ja, wir haben nämlich ein schönes Dasein geführt. Dasein ist gut. Wir sind hier Raumfahrer. Also heißt es im Klartext, wir haben noch nie die Erde gesehen. Als Kind. Oder so ähnlich. So, was haben wir denn hier noch alles? Was ist das? Shepard, diese Cerberus-Daten könnten den Kolonisten helfen, die in anderen Teilen von Eden Prime noch am Leben sind. Wie? Ich kann diese Infos an den Widerstand von Eden Prime übermitteln. Vielleicht helfen sie ihnen, Cerberus zurückzuschlagen. Dann machen wir das mal. Sehen Sie, Proteana-Tech, die aus dem Boden heraussteht wie ein alter Knochen. Liara, schon mal ein... Wie nennen das die Menschen? Dinosaurier ausgegraben? Nein, Dinosaurier und andere Fossile sind Sache von Paläontologen. Ich bin Archäologin und studiere Artefakte intelligenter Spezies. Das sind zwei völlig verschiedene Bereiche und... Sie haben einen Witz gemacht. Ja, aber immerhin kommen Sie jetzt schon selber drauf. Ja, Garrus ist unser absoluter großer Spaßvogel. Gut, dann holen wir mal diesen, Artefakt hier hoch, ne? Ja. Bei der Göttin, das kann doch nicht sein. Das ist kein proteanisches Artefakt, sondern ein Proteaner. Wie die Kollektoren? Oder wie die Leichen auf Ilos? Wie die Leichen auf Ilos. Aber dieser hier ist am Leben. Wow. Sie haben recht. Das kann nicht sein. Das in den Archiven auf Ilos waren proteanische Stasekammern, die nur wegen Energiemangels nicht funktioniert haben. Cerberus hat das in einem unterirdischen Bunker gefunden, mit Energie. Er liegt seit 50.000 Jahren in Stase und wartet auf uns. Wir könnten so viel lernen. Das interessiert mich. Was können Sie mir über Proteane erzählen? Das Volk, nicht die Technologie. Sie wissen durch den proteanischen Dechiffrierer vermutlich genauso viel über Sie wie ich. Das Proteanerreich umspannte die Galaxie. Sie haben viele Spezies unterstützt, damit sie sich der galaktischen Gemeinschaft anschließen konnten. Galaktische Gemeinschaft. Glauben Sie, die hatten sowas wie einen Rat? Ja, genau. Ihr kultureller und künstlerischer Ausdruck ähnelt tatsächlich ziemlich dem der alten Asari. Und wegen des ähnlichen Interesses an der Unterstützung anderer Spezies haben sie bestimmt an Kooperation geglaubt. Beeindruckend. So wie Sie das beschreiben, klingt das eher nach den Asari. Meine eigene Wahrnehmung ist natürlich etwas verfälschend. Aber was die Proteaner auch waren, ein lebendes Exemplar ist eine unfassbare Gelegenheit. Naja, dann freut es mich, dass Sie hier sind. Zum Glück haben wir eine Expertin. Ich tue, was ich kann. Wenn ein einzelner Proteaner in Stase versetzt wurde, könnte er der führende Wissenschaftler seiner Zeit sein oder der weiseste Ratgeber. Ach, Cerberus hat die Kapsel beim Ausgraben beschädigt. Die Lebenszeichen sind instabil. Holen wir ihn raus. Nein, das würde ihn töten. Wir brauchen das Befehlssignal, mit dem der Stase-Modus beendet wird. Außerdem müssen wir die Kapsel aufbekommen, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Cerberus wollte in den Laboren in der Nähe die Funde von der Ausgrabungsstätte erforschen. Da sollten wir anfangen. Gut, dann gehen wir da... Oh, scheiße. Es lief auch zu gut. Es lief wirklich zu gut. Oh, scheiße. Nein. Nein. Oh, ja. Ach, verdammt. Ach, scheiße. Na komm schon. Also gut. Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. So, gehen wir mal hier rein. Wir müssen noch ein paar Datenpads finden. Damit wir der Kolonie helfen können. So, da hätten wir schon mal. Informationen, um den Kolonisten zu helfen. Je mehr wir finden, desto besser wird ihre Chance. Ja, wir brauchen insgesamt 3. Oder waren das 4?
Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ah, super. Das ist doch nicht wahr. Was? Oh, Scheiße. Das war witzig. Oh, Moment. Wir haben uns hier noch nicht umgesehen. Mal gucken, was wir hier haben. Scheint hier ziemlich leer zu sein. Leute, ich will hier vorbei. Da, die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um das Signal zur Deaktivierung der Stase zu finden. Studieren? Naja, mal sehen, was wiederfinden. Ich hätte nie gedacht, dass unser Reich fällt. Wird es nicht. Wir schlafen, bis die Reaper in den Orkusnebel zurückkehren. Dann erheben wir uns Millionen stark. Für das Reich. Für das Reich. Ab in ihre Stase-Kapsel. Victory, schicken Sie das Stase-Bereitschaftssignal an alle Lebenskapseln. Und die Flüchtlinge, die den Bunker noch nicht erreicht haben? Ihr Opfer wird vom nächsten Reich gewürdigt werden. Die Kollektoren. Ich habe das Signal. Sie haben das verstanden? Sie nicht? Nein, ich habe nur Rauschen gesehen. Cerberus hat versucht, es zu verstehen, ohne Erfolg. Der proteanische Dechiffrierer, den Sie auf Pharos erhalten haben. Dadurch sehen Sie die Bilder so wie ein Proteaner und verstehen Ihre Sprache. Wie auch immer, ich habe das Video gesehen. Und Ihr Signal. Perfekt. Dann müssen wir nur noch rausfinden, wie man die Kapsel öffnet. Gut, dann mal los. Wir brauchen noch eine Sache. So. Dann mal weiter. Warum hopse ich denn da? Sie wurden niedergeschossen, während Sie sich bei ein paar Drinks das Spiel angeschaut haben. Das ist keine militärische Einrichtung, sondern das Zuhause von jemandem. Wir haben diese Leute nicht getötet. Und wir werden den Mistkerlen, die dafür verantwortlich sind, den Hahn zudrehen. Furchtbar. Sie gehörten alle zur Allianz. Oh. Habe ich da eben was gesehen? Ja, ich habe da was gesehen. Okay, erstmal nachladen. Ah, getroffen. Ach, daneben. Geht doch. Jetzt bin ich nicht so nervös. Ich bin ganz ruhig. Oh. Sorry. Der muss jetzt echt Kopfschmerzen haben, ne? Aber nicht so schlimm. Du bist sowieso ein Idiot. Da. Die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um einen Weg zu finden, die Kapsel zu öffnen. Dann mal gucken, was wir da machen können. Was haben wir hier? 50 XP-Punkte.
Haben wir sonst hier noch was? Nein. So. Jetzt das mal analysieren. Die Schotten dicht! Verstanden. Er ist tot. Oh nein. Wie viele haben wir verloren? Die Reaper haben ungefähr 300.000 Lebenskapseln zerstört. Ein Drittel unseres Volkes. Alarm! Nordstadt kann nicht dicht gemacht werden. Feinde entdeckt. Dann alle Kräfte nach Norden! Haben Sie das auch verstanden? Ja. Ausgezeichnet. Dann haben wir alles, um die Kapsel zu öffnen. Ach, Mist. Ihre Verstärkung ist da. Ach, Scheiße. So. Na super. Ach, komm schon. Ich kann von der Position aus... Na, super. Geht's von der? Das kann doch nicht wahr sein. Das gefiel mir schon viel mehr. So, dann gucken wir mal, ob wir... Es kommen noch mehr. Na super. Perfekt. Mit diesen Informationen hat die Widerstandsbewegung von Eden Prime eine echte Chance, Cerberus von ihrer Kolonie zu vertreiben. Dann haben wir schon mal alles. Wow! Das war doof! Das war mehr als doof. Jupp. Ihr seid nämlich scheiße. Die Kästen. Wow. Die anderen kann man sich trauen. Scheiße, was mache ich denn da?
Gut, das war's. Okay. Sie haben die Brücke eingezogen. Wir müssen einen anderen Weg rüberfinden. Ah, okay, dann mal hier runter. Gut, wenn wir keine andere Lösung hier haben, dann diese. Da ist die Kapsel. Jetzt mal hier rüber. Und darunter. So, jetzt können wir... Ach, verdammt. Ich glaube, jetzt können wir die Kapsel öffnen. Ich übermittle das Signal. Perfekt. Es wird ein bisschen dauern, bis die Lebenskapsel es verarbeitet hat. Bestätige! Schwere Cerberus-Truppen im Anmarsch. Ich glaube, da bahnt sich eine Belagerung an. Ach, komm. Zu früh. Machen wir mal Tonturm schießen. Okay, komm. Einmal rein. Und wieder raus. So. Ja, wo haben sie die Idioten denn abgesetzt? Ach, irgendwo da hinten. Schön. Moment. Garrus? Ach, wie viele denn noch? Komm. Ich könnte schwören, ich habe einen gehört, gesehen. Irgendwie das Gefühl, dass er irgendwo im Gebäude ist. Ich sehe aber nichts. Ach. Sieht aus, als hätten wir kurz Zeit, um Luft zu holen. Falls jemand neue Magazine braucht oder auf die Toilette muss, jetzt wäre der Moment dafür. Toilette wäre gut. Magazine? Nö. Hat die Lebenskapsel den Stase-Modus beendet? Wir haben's fast geschafft! Ich habe in dem Gebäude nebenan ein Nachschublager von Cerberus gesehen, falls sie Munition brauchen. Ich kann die Feinde mit einer Singularität blockieren. Wie Sie wollen. Wir gehen erstmal noch in Deckung. Mac, er darf nicht nah rankommen. Ja, sonst macht er alles kaputt. Tonturm schießen! Naja, eigentlich heißt es mir. Ah. Komm, Cerberus abknallen. Ich habe ihn noch vorhin getroffen. Ist der Mac schon weg?